Willkommen zurück bei Dark Souls, liebe Freunde. Heute starten wir hier im Drachenhorst durch, wo ich schon sehr darauf gespannt bin, denn das Gebiet sah ja in der letzten Folge richtig, richtig geil aus. Bin ich schon sehr darauf gespannt. So, schauen wir uns doch mal hier um. Ich glaube, ja, das ist der Grund, warum es hier so imposant aussieht. Für alle, die die letzte Folge verpasst haben, hier fliegen einfach Terzilliarden an Drachen rum. Und ich bin schon sehr gespannt, ob wir gegen die kämpfen müssen oder ob die hier einfach nur zu Dekozwecken sind. Ja, und es sieht hier sehr viel mit Hängebrücken-Action aus. Ich hoffe einfach mal, die Dinger krachen nicht ein. Denn in einem Gameplay-Pressetrailer wurde ja gezeigt, dass ein Spieler hier runtergekickt wurde von irgendeinem Drachen, von so einer Brücke. Da habe ich jetzt noch ein bisschen Angst vor. Ja, aber bleibt uns ja nicht viel anderes übrig, als hier tatsächlich rüber zu gehen. Ach, da vorne ist schon so ein Explodier-Taliban-Mann. Gucken wir doch mal, ob wir den einfach wegsnipern können. Ja, die halten ja gar nichts aus, dann ist Captain Taliban auch mal zurück. Kann sich hier mit seinen ewigen Jungfrauen vergnügen. Und er hat sogar was gedroppt. Goldharz. Ja, Blitz gegen Drachen ist natürlich immer eine gute Wahl. Das können wir natürlich auch probieren, wenn wir nochmal gegen so Drachen kämpfen müssen, nochmal mit Goldharz. Ja, hier ist anscheinend... Ach Gott, oh Gott, da haben wir Dracheneier. Und dahinter ist ein Lizard und Loot. Ja, ich lasse das mal. Nicht, dass wir jetzt hier die Eier kaputt hauen und dann kommt hier Papa Drache und sagt, Mama Drache, hier, Slash hat Eier kaputt gemacht. Und dann gibt's mal ordentlich auf die Omme. Gucken wir uns erstmal hier, Alter, ein bisschen um. Und ich glaube, wir haben Papa oder Mama Drache bereits gefunden. Der Grund, warum hier Eier sind, das Ding scheint die Eier hier hinzulegen. Ja... Noch so ein Monster-Moped, der sieht identisch aus mit dem Wächterdrachen, den wir ja letzte Folge schon gemacht haben. Ach so, ja, und er ist auch aggro. Oh, und ja, schönen guten Tag auch. Will direkt mal hier Slash Barbecue machen. Alter, der macht aber ein bisschen mehr Feuerschaden als der Wächterdrache. Was ist denn da los? Ein Trashmob, der stärker ist als der Boss. Da müssen wir uns erstmal voll machen. Ich hoffe, der hört da oben jetzt so auf zu randalieren. Dann erste Intention ist, wir gucken mal nach Plan B, mit Gift natürlich, ob wir den hier irgendwo vergiften können. Dann können wir nämlich hier in der Deckung bleiben und uns einfach mal verstecken, während das Gift hier tickt. Müssen wir mal gucken, ob wir den mal irgendwo erwischen, eventuell da am Flügel. Der klippt ja hier so durchs Bild. Boah, der guckt auch direkt in meine Richtung, ey, wenn der jetzt hier wieder losknattert. Ja, treffen tun wir ihn, aber das nimmt doch bestimmt kein gutes Ende für mich. So, Gift tickt. Plan B Stufe 1 erfolgreich. Jetzt, Alter, kommt Plan B Stufe 2, nicht sterben. Ja, nehmen wir mal direkt eine Estus. Ich möchte hier nicht drauf gehen. So, das Gift sollte noch ticken. Ja, ist schon, ja, okay, ungefähr die Hälfte machtet, wenn es einmal drauf ist. Also müssen wir ihn nochmal vergiften. Nein, nein! Alter, jetzt rotzt er mir direkt ins Gesicht, ey. Geh kacken, Mann. Ja, also wirklich, die goldene Sniper-Position ist das hier nicht. Also da muss ich mir nochmal irgendwas anderes überlegen. Das ist, wie gesagt, hier nicht, glaube ich, die beste Strategie, um diesen Mob zu machen. Wenn jetzt hier die Sniper-Posi safe wäre, dann würde ich euch das empfehlen. Aber, oh, das Gift tickt noch nicht mal. Ah, jetzt tickt's. Aber so ist das im Moment eher schlecht als recht, ey. Ja, Gift tickt. Ach, guck mal. Man kann hier eventuell durch dieses Loch den ansnipern. Jawohl, das funktioniert. Ja gut, ich glaube, das ist eine bessere Position, wenn man den wirklich durch dieses Loch da kaputt snipern kann. Das wäre natürlich super edel, dass man hier unten safe ist, der gar nicht anfängt zu spucken und durch dieses Loch den Drachen dann einfach wegsnipern kann. Oh, da ist ein Lizard. Ja, den machen wir doch einfach auch mal mit dem Bogen. Ich hoffe, ich erwische den. Ja, das sieht gut aus. Gut. Da ist noch ein Lizard. Und ich glaube, da links war noch einer. Alter, was ist denn hier los? Schlüpfen hier aus diesen Eiern die Lizards oder was? Das wäre natürlich auch super edel. Ja, das ist normaler Loot, aber da hinten ist noch einer. Ja, dann gucken wir doch, ob wir den auch erwischen können.
Ah, scheiße, der ist nach hinten resettet und nicht nach vorne. Deswegen erwische ich den jetzt nicht. Ja gut, okay, beim nächsten Mal. Ist natürlich die spannende Frage, ob hier diese Monsterdrachen respawnen. Alter, wie viele Lizards hier sind? Ja gut, einer ist entwischt und ich glaube, drei haben wir. Ist ja jetzt nicht so eine schlechte Ausbeute. Ja, jetzt sieht es hier aber auch ruhig aus. Ja, da könnte man runterfallen. Mitternachtstein. Ja, keine Ahnung, für welche Waffenverzauberung die ist. Das müssen wir uns, wie gesagt, irgendwann nochmal bei MacDuff anschauen. Titanitscherbe, große und Titanitscholle. What the fuck? Große Titanitbrocken, versteinerter Drachenknochen. Alter, die droppen ja hier anscheinend alles. Blitzstein. Ja, es ist nicht so spannend. Seele. Naja gut, nehmen wir mit. Davon haben wir auch einige. Müssen wir irgendwann mal plöppen. Titanitbrocken, versteinerter Drachenknochen, alter Irdener Stein. Ja, keine Ahnung. Ganz schön viel, was die hier droppen. Ja, müssen wir, wie gesagt, definitiv testen, ob diese Drachen halt respawnen. Oder ob das Minibosse sind. Drachenzahn. Ja, keine Ahnung. Müssen wir uns auch mal angucken. Ja, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier oben? Nee, hier ist auch Ende. Ja, keine Ahnung, was der Vorsprung hier bringen soll. Im Kampf gegen den Drachen anscheinend nicht viel, oder denke ich mal. Ja, oder der spuckt nur das Feuer nach unten und da oben ist man sicher vor dem Feuer. Das könnte sein. Müsste man mal ausprobieren, ob man da oben safe ist. Ja, hier sind 1000 Löcher im Boden, aber da unten waren wir. Ja, da haben wir ja schon eigentlich gesehen, was da unten ist. Ah, hier ist, glaube ich, noch ein Weg, oder? Ja, das sieht zumindest aus wie ein Weg. Achso, da ist auch noch ein Lizard. Ja, ja, ja. Wieder der schöne scheiß Claymore, ey. Mann! Ne, treffe ich einfach nicht. Ist zu tief. Einfach zu tief gelegt. Der hat einfach Sportfedern. Da komme ich einfach nicht mehr damit dran, mich hier mit meinem Schwert. Ja gut, dann haben wir hier zwei Lizards, die wir nochmal machen müssen. Ja, da unten sind einfach noch mehr Eier. Ja, keine Ahnung. Aber ich... Ach, hier geht's, glaube ich, weiter. Oder kamen wir von hier? Keine Ahnung. Jetzt habe ich mich einmal hier um die eigene Achse gedreht und weiß nicht mehr, von wo ich gekommen bin. Ne, wir sind, glaube ich, von hier gekommen, oder? Ja, von hier sind wir gekommen. Genau, jetzt sind wir nämlich unten in der Höhle drin. Dann können wir uns hier eventuell nochmal kurz den Lizard schnappen. Aber ich glaube, den werden wir mit dem Schwert hier auch nicht treffen. Können wir mal gucken, ob wir den einfach mal eventuell wegbogen können. Oh. Oh. Ja, diese Scheißeier machen anscheinend auch wieder hier dieses Bernsteinharz-Säure-Scheißen-Dreck. Ach, den treffe ich doch noch. Ja, erwische ihn aber nicht mehr, verdammt. Ja, da möchte ich dann echt nicht zu viel draufhauen. Nachher ist dann mein Schwert oder so kaputt. Wenn hier diese Eier alles wieder kaputt ätzen. So, wo geht's hier lang? Ach, zu noch mehr Eiern. Na, hier komme ich aber nicht durch. Ja, doch, einfach mal ganz fix kaputt rollen. Ja, geht auch nicht. Dann müssen wir doch mal hier einmal, glaube ich, die Eier wegmachen irgendwie. Rollen, weiß ich nicht. Ne, machen wir mal so. Nicht, dass ich dann da direkt kopfüber ins Loch roll, also in die Tiefe. So, und hier haben wir eine Hängebrücke. Ja, nach unten geht es ja aber anscheinend nicht. Ja, dann... Weiß ich nicht. Oder war da oben auch noch ein Weg? Gucken wir dann nochmal nach da oben. Weil sonst weiß ich ja gar nicht, warum man diesen Drachen da machen müsste. Nur für die Lizards? Das wäre dann ja aber sehr optional. Alter, wie viele Wege es hier gibt. Das ist natürlich... Achso. Hier? Nee, da. Ah, hier, wo die Sonne scheint. Da, wo die Sonne scheint, müssen wir weiter lang. Das kann man sich ja, glaube ich, merken. Ach, hier oben, da bei der Brücke, genau. Also die davon, da sind wir nicht gekommen. Wir sind tatsächlich ja von hier unten gekommen. Dann können wir hier auch die Brücke nehmen. Das heißt, hier führen zwei Brücken, also die linke und die rechte hier hoch. Jetzt ist die Frage... Oh Gott, da unten liegt auch Lu. Wie soll man denn da rankommen? Alter Schwede! Ja, keine Ahnung, ob man hier irgendwelche lustigen Skilljumps machen muss, aber das gucken wir uns später an. Da ist wieder so ein Taliban-Bombermann. Gucken wir mal, dass wir ihn wegkriegen. Nicht, dass der uns hier runtersprengt. So, was haben wir hier?
Lebensstein. Da oben ist auch ein Gang. Dunkles Harz. Die droppen hier anscheinend verschiedene Verzauberungen, also temporäre Verzauberungen. Gerade Goldharz, jetzt dunkles Harz. So. Alter, wie geil das hier ist. Ist unglaublich. Ist zwar ein bisschen unübersichtlich, aber irgendwie schon ziemlich cool gemacht. Auch mit den Windeffekten, die halt so durchs Bild wabern. Achso, da kommt Captain Bomberman. Ja, geh mal weg. Also ich muss sagen, das Gebiet gefällt mir richtig gut. Es hat was. Ist mal komplett was anderes, wie ich finde. Ist, wie gesagt, zwar ein bisschen unübersichtlich jetzt beim ersten Mal, aber gut, okay. Da wird man sich auch mit der Zeit irgendwann zurechtfinden. Wie gesagt, gucken wir uns halt einmal jetzt so ein bisschen um. Und dann sieht es beim nächsten Mal schon ganz anders aus. Alter, da ist noch so ein Riesendrachen-Moped. Super, dann war der Wächterdrache ja letzte Folge wirklich nur ein Kampf zum Warmwerden. Wenn jetzt hier anscheinend an jeder Ecke solche Riesen-Mopeds auf uns lauern. Ja, jetzt ist die Frage, Plan B mit Gift von hier? Da haben wir natürlich keine Rückzugsmöglichkeiten. Naja, gucken wir einfach mal, ob der hier rüber hustet mit seinem Barbecue-Vorbrenner. Gucken wir mal fix, dass wir das Gift zum Ticken kriegen. Dann können wir eventuell da unten in Deckung. Aua, treffen tut's mich trotzdem. Ja, Gift tickt aber. Alter! Ja, der macht hier auch Schaden durch die Wand. Das ist nicht schön. Also ist kein wirklicher Safe-Spot hier. Ja, jetzt ist die Frage... Alter! Ja, gut, okay, der kann einfach durch die Wand husten. Das ist unschön. Ja, jetzt hat das Gift aufgehört. Jetzt müssen wir ihn nochmal vergiften. Ah, eventuell erwischen wir ihn von hier. Ja, wenn er nicht die unsichtbare Wand wäre. Ja, hier erwischen wir ihn. Das ist gut. Oh, Alter, aber er erwischt mich hier auch. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Alter! Fuck. Ja, okay, also die Position ist zum Snipern nicht gerade so geeignet. Da müssen wir uns was anderes ausdenken. Naja, gut. Man übt ja noch. Packen wir mal den anderen Lebenssicherungsring rein. Haben ja doch schon wieder fast 22.000 Seelen. Da können wir auch mal 3.000 dann fürs Reppen ausgeben. Das ist nicht ganz so tragisch. Aber jetzt kommt ja die viel interessantere Frage. Ist der erste Drache jetzt wieder da? Das ist natürlich jetzt hier auch die goldene Quizfrage. Ja, Captain Taliban Bombermann ist wieder da. Naja, den können wir aber mal eben aus dem Leben feilen. Ja, und dann können wir natürlich auch nochmal die verpassten Lizards probieren. Denn so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, respawnen die unendlich. Also man hat unendlich viele Versuche, die zu erwischen. Ist nicht so wie in Demon's Souls. Oder ich glaube, in Dark Souls war es sogar auch noch so, dass die halt nach 2, 3, 4, 5 Versuchen dann irgendwann weg waren und nicht nochmal gespawnt sind für eine weitere Chance. Ja, die Frage ist, wie machen wir denn? Die Pfeile machen erstmal die Eier kaputt. Ich glaube, das Bastardschwert wäre die beste Wahl, wa? Das war halt einmal durch die komischen Eier rollen und dann mit dem Bastardschwert einmal von oben dem Ding auf den Kopf kloppen. Ja, komm, das klingt nach dem besten Plan. Was anderes fällt mir hier, glaube ich, nie ein. Machen wir das einfach mal so. Oh, noch nicht mal... Alter, ein One-Hit. Ja, doch schon stabilere Lizards. Große Titanit, glitzernde Titanit und wieder so einen komischen Bleistein. Naja. Gut, Claymore wieder rein. Die anderen können wir ja wieder mit dem Bogen versuchen. Und dann schauen wir mal, ob das Moped-Vieh jetzt respawned ist. Nö, ist es nicht. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Das heißt, man kann sich ja dann doch hier ganz gründlich umschauen, wenn hier nämlich die dicken Mopeds weg sind. Die anderen Mobs sind ja anscheinend nur diese Taliban-Bomber, die hier sind. Das heißt, da kann man ja dann ziemlich problemlos hier die Lizards farmen. Ja, super. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass der nach hinten resettet, nach hinten flippert, wenn man ihn mal das erste Mal anschießt und nicht nach vorne. Ja, großartig, ey. Na, können wir den nochmal irgendwann probieren. Alter. Ja, gut. Jump Attack auf den Lizardmann. Bam. Alter. Ja, gut. Das geht natürlich auch mit dem Claymore. Das mir nicht vorher eingefallen ist. Naja, egal. Jump Attack mit Claymore gegen Lizardmänner. Hilft Wunder. Und man braucht nicht das Bastardschwert. Bin doch jetzt ein bisschen stolz auf mich. Hat ja auch nur, wie viele Parts? Keine Ahnung.
tausend Parts gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Alter. Ja, aber wie man da zu diesem Loot kommen soll, das weiß ich immer noch nicht. Ich sehe auch nicht, wie man da abspringen soll. Ja, machen wir erstmal Captain Taliban. Nicht, dass der hier den Bomb-Express einläutet. Ich glaube, hier mit der Druckwelle fällt man, glaube ich, ziemlich schnell runter irgendwann. Weil ja wirklich nicht viel Platz hier rechts nach unten ist. Haben wir ja auch gerade bei dem Drachen gesehen, der mich ja auch einfach mal runtergehustet hat. Uah! Dich habe ich fast vergessen. So. Ja. Jetzt ist die Frage, wo können wir denn bei diesem scheiß Moped hier Plan B mit Gift umsetzen? Ja, da ist er noch. Ich dachte schon gerade, der ist weg oder so. Das wäre es natürlich. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, wo hier eine gute Sniper-Pose ist. Geht's denn hier noch weiter? Ne, da ist Ende. Wenn man da hinten irgendwie, also hier durchkommen täte, dann könnte man sich dahin zurückziehen und wird vielleicht nicht getroffen werden von diesem Atem, aber... Na, hier ist aber überall Käse. Ja, keine Ahnung. Probieren wir es jetzt und bleiben nochmal hier. Dass der uns zumindest dann nicht die Cliff wieder runterschießt. Eventuell schaffen wir das ja von hier, wenn wir uns ein bisschen zurückziehen und dann blocken. Weiß ich nicht, ob Gift tickt, aber ich glaube, wir müssen erstmal in Deckung. Alter! Ja, ich weiß nicht, ey. Bin ja sonst wirklich ein Freund von Bogen. Und lieber safe wegsnipern. Aber das Stichwort bei safe wegsnipern ist tatsächlich das safe. Und das hier ist nicht wirklich sicher. Deswegen gefällt mir das nicht. Weil normalerweise, wenn ich halt irgendwann wegsniper, dann ist das in der Regel, dass ich euch das auch so empfehlen kann, weil es die einfachste Methode ist. Aber das hier scheint nicht die einfachste Methode zu sein. Und vor allen Dingen nicht die sicherste. Ja, ne, er schießt hier einfach komplett durch die Wand. Ich meine, ich probiere den jetzt nochmal so kaputt zu machen, aber ich glaube, das ist keine Lösung für dauerhaft. Alter! Weil der Moped doch ganz gut Schaden. Alter Schwede, ja, was ein Scheiß. Ja, vergiss Plan B mit Giftbogen, kannst du hier völlig knicken. Ja, jetzt müssen wir mal ganz kurz unsere beiden Ringe reparieren. Und zur Kenntnis nehmen, hier ist Sniper mal wirklich nicht die beste Lösung, auch wenn es halt oft gegen Drachen funktioniert hat. Hier geht's nicht. Oder ich habe einfach noch keine gute Pose gefunden. Wie gesagt, da muss ich irgendwann nochmal rumprobieren, aber das mache ich jetzt hier nicht weiter im Let's Play. Das muss ich irgendwann mal offscreen halt machen. Weil sonst sterbe ich bestimmt noch 1000 Tode, bis man sowas rausfindet. Denn der scheint ja wirklich überall durchzuballern, wo wir stehen können. Ja, ist ein bisschen unschön. Da müssen wir halt tatsächlich, ja, Plan A machen, oder? Slash gegen Mopedmann, Slash gegen Drache. Aber eigentlich war das Ganze natürlich auch nur Absicht, weil ich natürlich die fehlenden und nicht gemachten Echsen hier noch machen möchte. Ups. Dunkles Harz, ja, nehmen wir mit. Das ist ja der eigentliche Plan, das war ja alles geplant. Also, wie gesagt, ich wollte ja nur zeigen, Bogen ist nicht immer gut, ne? Könnte ja nicht drauf vertrauen. Und Echsen kann man natürlich dann auch beim zweiten und dritten Mal hier noch mitnehmen. Das zeige ich euch dann jetzt quasi. So, gucken wir mal, ob wir das Ding jetzt erwischen. Jetzt ziehe ich mal nach hinten. Nein! Nein! Ach, wie blöd! Wie blöd! Der erste hat nicht getroffen, der zweite ging und hat getroffen. Für den dritten war nicht genug Stamina da und dann war das Moped viel weg. Ja toll, jetzt machen wir noch einen vierten Versuch. Hurra! Das freut mich. Ja, oder man muss hier... Ich weiß nicht, wie man darüber kommen soll. Wobei das da ja schon aussah wie so eine Leine in diesem Gebiet hier. Oh, ich habe den Namen vergessen. Lichtsteinbucht. Da war ja so eine Leine, wo man sich rüberhangeln konnte, dass man die hier auch nutzen kann und dass man in der Mitte abspringen kann, dass man da auf dieser Plattform landet. Wenn das gehen würde, dann würde ich ungefähr wissen, wie man da hinkommt. Aber ich habe keine Ahnung, ob man frühzeitig von diesen Dingern abspringen kann. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Wenn man an so einer Zipline ist, also an so einem Seil, an dem man hin und her rutschen kann, kann man abspringen mit einer Taste? Das wäre ganz gut zu wissen. Weil dann habe ich ungefähr eine Vorstellung, wie man da hinkommen kann. Dann muss man irgendwann wahrscheinlich diese Zipline benutzen und in der Mitte irgendwann einfach den Absprungknopf drücken. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir das Moped hier im Nahkampf kaputt kriegen. Ja, Alter, du mich auch. Ja, schön. Der macht mehr Schaden als der Wächterdrache. So, fliegst du gleich auch weg oder bist du stationär?
Ja, er keult einfach mal ein bisschen mit seinen Füßen rum. Schnappt ein bisschen rum. Schnappt ein bisschen mehr rum. Ach so, ja, und macht einen Schwanzpeitscher. Verstehe ich. Aber zumindest ist hier das Feuer aus quasi. Sein Barbecue-Vorbrenner bleibt wohl aus, wenn wir im Nahkampf sind. Naja gut, dann nehmen wir mal den Estus. Und dann können wir mal den Kampf hier starten, wa? Ja, du mich auch. Oh, 387 nur. Alter Schwede, ey, die haben ja echt einen Arsch voll HP. Das kann sich ja auch im Nahkampf nur um Stunden handeln, weil ich kann ja natürlich jetzt hier auch nicht draufkloppen wie blöde und treffen tue ich mit dem R2-Angriff nicht. Muss natürlich immer noch ein bisschen auf meine Stamina achten, damit ich halt eben die Angriffe, die er eventuell macht, blocken kann. Oder hier vor solchen Klamotten wegkomme. Ja, aber der scheint ja doch im Nahkampf jetzt nicht sonderlich schwierig zu sein. Da ist das Rumgehampeln mit dem Bogen ja doch ein bisschen komplizierter. Also zumindest bei dem. Beim ersten ging es ja, aber bei dem ging es ja hier gar nicht. Nö, also wie gesagt, der scheint ja doch ganz gechillt hier im Nahkampf zu sein. Ein bisschen hier rumtreten und beißen, aber... Oh, jetzt nicht sagen sollen. Warum sage ich es auch immer? Verdammter Slash-Trottel, warum? Immer wenn ich irgendwie sowas sage, passiert irgendwas und ich sterbe am besten noch. Oh bitte nicht, ey, das wäre jetzt nicht gut. Wir sind ja schon zweimal dumm hier beim Bogen rumprobieren gestorben. Alter Schwede, ey, der ist ey, gefühlt wirklich schwieriger als der Boss, gegen den wir letzte Folge gekämpft haben. Also zumindest hat der hier deutlich mehr HP, wie ich finde. Oder ich mache weniger Schaden oder so, keine Ahnung. Aber normalerweise müsste gegen den auch das Schwert die bessere Wahl sein, als jetzt zum Beispiel die Keule oder so, weil man den halt eben aufschlitzen kann. Und an so einer Haut würde halt, glaube ich, die Keule eher abprallen. Zumindest laut nach meiner Theorie, aber müssten wir irgendwann nochmal vielleicht bestätigen. Aber jetzt ist das Ding auch kaputt. Unglaublichst. Und droppt versteinertes etwas. Na holla. So, was haben wir hier noch? Große Seele. Aber hier ist irgendwie keine Echse. Oder die sind alle mittlerweile geflüchtet, weil wir hier im Nahkampf gekämpft haben. Das weiß ich nicht. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Müssen wir halt nochmal schauen, wenn wir eventuell hier nochmal lang gehen, ob hier auch Echsen sind, die man dann wegsnipern kann. Noch eine Seele. Kamen wir jetzt von hier? Kamen wir von hier? Ja, ich glaube, wir kamen von hier. Genau, ja, hier sind wir ja quasi gestorben, weil man hier auch nicht snipern kann. Aber hier war ja auch noch Loot. Dann holen wir uns den einfach mal. Auch nochmal ein Drachenknochen. Ja, das gibt ja gut Klamotten hier fürs Aufwerten. So, springen wir einfach mal jetzt hier runter. Und gucken mal in die Höhle. Machen mal den Taliban-Bombermann kaputt. Achso, hier geht's weiter. Ach du Scheiße, nee, ey. Ist doch nicht euer Ernst. Jetzt noch so ein Moped. Jawohl, ey. Komm, FromSoft. Ich meine, ist ja nicht so, dass die hier in 10 Sekunden tot sind. Ja, aber hier haben wir auch nichts. Ja, aber was wir hier mal probieren können, ist tatsächlich den hier nochmal von hier oben weg zu snipern. Eventuell ist das ja eine Sniper-Posi. Das sieht zumindest eher so aus. Jetzt ist die Frage, ob wir den hier irgendwo... Vielleicht mal treffen können. Alter, überall sind hier versteckte Wände. Was ist denn das für ein Scheiß? Mann, ey. Weiß jetzt nicht, wie viel Giftpfeile ich jetzt dafür diese Scheißaktion schon wieder verschwendet habe. Ja, dann zimmern wir die einfach mal auf den Schwanz. Ja, wenn er nicht damit rumwackeln würde, ist wie ein freudiger Hund. So. Tickt das Gift jetzt? Ja, jetzt tickt das Gift. Zumindest schon mal Plan B mit Gift ist durchgeführt. Jetzt können wir normal hier drauf bolzen, wobei sich das auch als schwierig gerade rausstellt. Weil das Ding damit rumflippert mit seiner lustigen Route. Oder Schweif oder Schwanz.
buschig, flauschig, mit ganz vielen Zacken. Ups, wir haben den Schwanz abgeschossen. Ja, ist ja gut zu wissen, dass das auch geht, aber anscheinend droppt nichts. Wäre es jetzt noch gewesen, Drake Sword oder so? Ach, das haben wir beim Boss gar nicht probiert, das fällt mir jetzt ein. Ja, keine Ahnung, das müssen wir beim nächsten Mal machen. Wenn man die tatsächlich hier abtrennen kann, dann müssen wir das beim Boss definitiv mal machen. Ob der aber droppt, weil das wäre ja, glaube ich, der erste in diesem Spiel gewesen, der einen Schwanz hat. Oder zumindest an den ich mich erinnern kann. Ja, wie gesagt, das müssen wir mal schauen. Aber bei dem geht's ja, wie gesagt, anscheinend auch, aber der droppt halt nichts. Das ist ein bisschen schade. Aber zumindest ist das hier ein Safe Spot, weil er hustet ja nach unten irgendwie. Also den kann man dann doch wieder easy wegsnipern. Gut, also Drache 1 und Drache 3 wegsnipern, Drache 2 wohl oder übel im Melee machen. So würde ich im Moment die Empfehlung aussprechen. Ja, da ist auch wieder so ein Lizard. Kriegen wir den? Ah, nee, weil der nach vorne flippert. Naja, schade, beim nächsten Mal muss ich ein bisschen weiter vorhalten. Gut. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da hin? Oder muss es ja noch einen Weg geben? Ich will da jetzt ja nicht unbedingt runterhüpfen und Fallschaden kassieren, das wäre nicht so schön. Ne, hier geht's aber auch nicht nach unten. Da ist er einfach tot. Da geht's nach unten. Hier kommt man nach unten. Da ist auch Loot. Und davon ist auch Loot. Also da ist nochmal ein optionaler Weg, so ähnlich wie im schwarzen Loch. Wo man auch runterspringen konnte. Da müssen wir dann auch nochmal... Alter Schwede, wie viel Giftkacke hier schon wieder ist. Oder Säure oder was weiß ich, was das ist. Also wie gesagt, da müssen wir definitiv auch nochmal runterschauen, was da ist. Aber gucken wir uns erstmal hier nochmal fix um. Feuerdrachenstein oder Drakenstein oder was weiß ich, wie das Ding hieß. Ring des bösen Auges plus 1. Seele... Ja, und da ist, glaube ich, der weitere Weg, oder? Ja, sonst ist hier aber auch nichts. Doch, da oben ist noch was. Upsa, ich wollte eigentlich meinen Bogen bitte ausrüsten und mal anvisieren. Das sieht ja aus, als ob da oben noch ein Lizard ist, aber wie kommt man denn da hin? Ja, müssen wir auch mal schauen. Scheint ja hier noch mehrere Wege zu geben. Ja, da unten ist auch irgendwas. Hier geht's nach rechts und da geht's zum Schloss. Ja, ich denke mal, das wird der offizielle weitere Weg sein. Ja, hier können wir uns irgendwie rüberseilen. Und da hinten ist, glaube ich, auch das Leuchtfeuer. Das heißt, das ist quasi der schnellste Weg zurück zum Leuchtfeuer. Ah, da unten ist auch noch eine Brücke. Alter, wie viele Wege es hier gibt. Ein bisschen unübersichtlich, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wir probieren das mal. Ja, und wenn man sie jetzt abspringen könnte, also jetzt nicht, weil da nichts ist, aber bei dem anderen Ding, wenn wir irgendwann mal die andere Reißleine gefunden haben, weil das sieht ja so aus, als ob die Reißleine genau über den Loot ist. Ach, da unten ist auch Loot. Alter Schwede. Ja, ich glaube, wie gesagt, hier können wir uns nochmal eine Folge aufhalten und alles nochmal ein bisschen absuchen. Wobei, jetzt ist ja schon wieder fast um. Ach, hier können wir eine Leiter runterlassen, direkt in den Leuchtfeuerraum oder was? Ist das der Leuchtfeuerraum? Ja, es ist der Leuchtfeuerraum. Ja gut, dann haben wir ja einen Shortcut quasi jetzt geöffnet. Und jetzt ist die Frage, können wir die Reißleine auch zurück benutzen? Weil hier in der Lichtscheinbucht war es ja quasi One-Way. Da kam man ja nicht wieder zurück irgendwie. Alter! Alter Schwede, jetzt einfach mal hier runtergeplumpst. Mal gut den Kalex gemacht. So. Ich wollte aber gucken, ob ich hier die Dinger benutzen kann. Wo ist denn hier das Ding? Da. Ja, kann man. Super. Ja, das ist ja optimal. Ja gut, dann schauen wir uns in der nächsten Folge hier weiter um. Jetzt ist die Frage, wir haben doch gerade aber noch hier Loot gesehen. Wo war der denn? Alter, ein bisschen verwirrend ist es aber schon hier. Also, müsst ihr ja zugeben. Da liegt jetzt ja nicht nur an meiner fehlenden Orientierung, oder? Irgendwie 1000 Brücken, 1000 Schrägen. Unglaublichst. Ja, keine Ahnung. Gucken wir uns nächste Folge an, wo der Loot ist. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Das hilft mir ungemein, um zu sehen, was euch gefällt und was nicht.
Und morgen 16 Uhr schauen wir uns den Drachenhorst hier weiter an und gehen da eventuell zu der Festung. Haben wir ja schon in der Ferne gesehen und gucken, was da so abgeht. Genau da, da wird es ja bestimmt dann auch weitergehen. Und ich sage wie immer an dieser Stelle, bis dahin.